Der Stoff für die lange graue America. Ja. Hallo, Konzi. Konzi ist da. Ach, nix. Wir vermissen nur ein paar Falkenspieler. Alles sind Mars-Spieler oder Falco-Spieler oder was? Pixel-Buddha. Wie ist es bei euch, Jungs? Ja, für Geld. Für Geld, Junge. Nach 5 Jahren. Was? Geld, Junge, spielt auch noch keine 5 Jahre.
Geld Junge spielt auch noch keine 5 Jahre. Was? Nein, ich meine Eintracht. Achso, ein Spieler. Ja, auch bei den Kopf dachte ich. Naja, mit 5 Jahren klappt es vielleicht nicht. Ich glaube, das geht früher. Office oder D-Rage. Na gut. Damn. Yo, 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 was geht ab im Chat, Alter, was ist los? Ist Konati Boy da? Was geht? Hi. Servus. Wir haben hier einen Klassiker, Boftage gegen Iffy, Matt gegen Fox, 60 gegen 40. Yo, Konsti, schön, dich zu sehen im Chat. Subscribe im Chat. Ist es gut? Wie steht's gerade? Kannst du mir das kurz mitteilen? Ist ja kein Schwein hier. Keine Sau interessiert sich hierfür. Quatsch. Das ist auf jeden Fall Hype. Oh, oh, oh. Upro, es wäre vielleicht der gegangen. Ich bin mir nicht sicher. 1-1, okay. Wenn ich irgendwie diesen Laptop bedienen könnte, dann würde ich das auch einstellen. Aber mal schauen. Der Wave Dashback. Bisschen viel Wave Dashback. Schade, aber auf jeden Fall Upro back und das easy. Oh shit, oh shit, oh shit. Digga, du warst auch auf einem Saufi-Turnier? In Japan trinken die? Berlin 13 Atze in den wir Chat. Werden sofort nach einem Bier besoffen. Das kann sein, tatsächlich. Ja. Es fehlt ja einigen Menschen da am Altbaumöglichkeiten. Außer Konate, dem nicht, der kann saufen ohne Ende.
Geil. Das ist Berlin, blieb also doch hart. In einem fernen Land auf einem Turnier sein und ich kenne die ja sich Substanzen reinknallen, ist auf jeden Fall typischer Berliner Move. Du konntest nicht mehr nach Hause? Bist du mit Belt in den Club, Digga? Digga, es steht... Oh, krank. Was passiert hier? Martin sagt Bescheid, wenn dieses Turnier in Japan ist, ja? Nee, ganz allein. Okay, wie war die Nacht so, Bro? Hast du irgendwie... Hast du ein paar... Nee, Digga, war im Club. Für Saiyajins, Free Entry. Geil. Ich hab's das schon gelesen. Aber war sehr langweilig. Ei. Oh shit. Oh mein Gott. Habt ihr das Movement gesehen? Schmuck. Wie so ein Auto, Alter. Musik sehr geil, aber bin ich los. Ja, es ist halt auch Donnerstag irgendwie, ne? Und Japaner, ich weiß nicht. Sind die übelst even? Kein Follow-up auf der Plattform. Oh mein Gott. Der Anti-Iffy-Counter. Weil der Iffy ist nämlich, wenn man einfach mit einer Nähe reinspringt. Aber auch Offstage springt mit einer Nähe. Wie auch so. Der Sex-Nähe. Oh mein Gott, er hat fast den Air-Dodge geredet. Oh, er ist zu weit weg. Oh. Waren nur Weiße da. So Ausländer. Ja, aber Hauptsache, man hat ein bisschen mit irgendwelchen Leuten irgendwas gemacht noch. Oh shit. 2-1. Iffy gewinnt. 3-1. Ich habe jetzt nicht das Zeug geupdatet, aber Americans sind 50-50 immer, ne? Das ist immer Hit or Miss, habe ich das Gefühl gehabt. Außer diesen Smasher, dann sind die wahrscheinlich immer cool, oder? Also in Berlin ist so die Ratio, finde ich persönlich so 80-20. Wo man coole Leute trifft, 80 coole Leute auf 20 so Spasten. Entschuldigung, Spasten sagen wir nicht mehr. Aber kein Atzen. In Clubs 80 Atzen auf 20 kein Atzen. So generell finde ich. Ja, passt, denke ich. Ja, schon, ne? Atzenquote? Wir haben schon eingetragen für euch. Geil. Wir müssen spielen. Cool. Ja. Hast du Angst nach der Performance eben? Ich hab's kommentiert, ja. Ich hab ein bisschen. Ich würd schon Schiss haben an deiner Stelle. Und Fox trifft mindestens 70% seiner Leckerchen. Nice. Ich hab heute Galint Fletch-Dashes gelernt. Galint? Was ist das? Frame Invincibility. Fletch-Dash Invincibility. Ich war ganz begeistert. Cool, wie viele Frames gefunden? Maximal 4. Hey, Mars Range ist nicht schlecht. Ich habe heute so viel verzweifelt daran, aber nochmal zu Konate ganz kurz. Ja, das glaube ich, Digga. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen weird. Allein im Club ist komisch. Oder kann komisch sein, vor allen Dingen, wenn die Leute weird sind. Ich glaube, in Berlin geht das auch, ja, aber nicht in Tokio. Nicht an einem Donnerstag. Ich glaube, jetzt haben? Ja, ach, ist Konsti. Konsti ist im Chat, deswegen habe ich hier. Hey, Konsti. Ja, Digga, ich bin zocken, aber wenn du noch wach bist. Das gehört nicht zu meinem. Ach, da hinten. Na klar, Alter. Schade, dass Belt nicht dabei war. Dann wäre es bestimmt lit gewesen. Zu zweit reicht schon. Zu zweit reicht schon so.
bisschen was gebracht. Mann, Mann, Mann. Oder Bananenmarmelade. Bananen here we come. Es geht gerade komplett ab. Also Sean Wayne gegen Dennis und schon wieder Last Dog. Diesmal ein bisschen mehr convincing, aber letztes Match war es Slobber Knocker und Sean Wayne hat das Match gewonnen übrigens. Ich weiß nicht, wie steht, ob 1-0 oder 1-1. Oh, stand 1-1, Digga. Last Dog. Last Match. War krank. Derweil hier, Rivka gegen Selefka. Mach mal 2-1. Ja, 2-1. Versuch, aber dieser Laptop ist die Hölle. Ja, der ist mega langsam, Alter. Das ist die Hölle, ne? Das Streaming ist bestimmt so heftig. Ist Konati da? Ja, Mann, Konati ist da. Let's go, Konzi! Let's go, Konzi! Aber Dennis hat's geklatscht. Es gab mal eine Legende, dass er mal einen Zombie getroffen hat. Stimmt das? Ich schwöre, als hört man sich auf der Straße, aber man soll nicht alles glauben, was man hört. Ja. Brian, ja. Dennis. Atze. Atze. Pupsi. Dennis hat gerade ganz schön knapp gegen Sean Wayne gewonnen. Suspicious League. Boah, das ist Samstagabend vielleicht. Lass uns nochmal. Ich will ja nur noch ein bisschen. Ich glaube, es ist Samstagabend. Und die Rage? Wir beide können spielen. Also ja, hier, es gibt ja diese Kriterien von Hex von wegen
Charakter sollte gebannt werden, wenn er so Level 1 Over-Centralizing ist oder so. Aber wir haben hier Hälfte der Spielerbasis Marv. Ich finde, das ist Centralizing. Memories of Meta Knight. Ja, Fabio ist da. Fabio ist in letzter Zeit wieder voll oft gekommen. Er ist verpasste jetzt was. Gefühlt seit mehreren Monaten jede Woche da. Ja. Echt mal Konati. Geh mal mit der Zeit, ja. Und irgendwie vermisse ich einen Top-Level Captain Falcon in Berlin. Ja, wo ist Likey? Der hat eigentlich gesagt, der wollte auch jede Woche kommen, bis Ding ist. Das ist der Bender, hätte ich ja eher das vermieden. Obwohl, naja, nicht wirklich. Ihr habt auch erst letztes Mal das erste Mal so richtig cool gespielt, oder? Ja, ich habe ja den Monat lang 10 Minuten gespielt, deswegen habe ich Ja, ist echt so, Konati. Bleib mal länger weg. Nein, Spaß. Nee, eigentlich. Nee, eigentlich nichts. Banane gegen Juggle, richtig. Jiggle. Ich bin der beste Falcon in Berlin. Da brauchen wir noch mehr da. Der grindet eh gerade, nur grindet der Ether wahrscheinlich. Außerdem bin ich der OG-ste Falken in Berlin, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich bin nämlich regelmäßig active, Dienstags. Dienstags? Dienstags. Okay. So und so. Vielleicht schon. Okay. Ist Kassatin wirklich da? Sensei. Can you hear me? Excuse me. Was spielt Konstantin nochmal für einen Falcon? Ich glaube blau oder rot oder so, ne? Schwarz? Manchmal grün? Ich dachte, Konati spielt Ich habe einfach vergessen, wer er ist. Hält mich mal ab. Konati ist so krass einfach. Konati kennt doch keiner mehr. Hey, der spielt, da müssen wir nicht ganz so wetten, wenn er wieder so kommt, spielt er Falco. Wisst ihr, wie ich spiele? Kann ich gar nicht gucken. Ich meine, Captain Falcon ist schon geil, davon könnten wir ruhig mehr Captain Leute haben. Ich meine, wir haben hier so 10 Milliarden Marvs, vielleicht ein regelmäßig da, der Captain Falcon spielt, ist das verkehrte Welt hier. Wir haben hier mehr Youngling-Spieler als Captain Falcon demnächst. Wir haben mehr Samo-Spieler als Fox, obwohl gleich wie ungefähr. Senpai notice me. Senpai Konati. Du hast gar gefarmt. Willst du spielen? Thank you.
Take your recovery.
Konat, warum bist du nicht beim Weekly? Du Opfer. Komm zum Weekly, confirm dich jetzt noch. Ich zahl dir den Flug. Yo, Besnik, was geht ab? Boah, jetzt kommt Geld, Junge. Digga, Geld, Junge. Bist du gar gefarmt heute? Dennis hier mit dem ersten Stock, aber Geldjunge, gleich sofort wieder aus. Ich muss mal den Chat recappen, was hier alles gedroppt wurde. Oh, Buchsbaum im Chat, was geht? Servus Buchsbaum. Lol, Gerens, Freunde. Oh mein Gott, was war das denn für ein Netschka? Der Buchsbaum ist auch da. Vier Einladungen für Blowjobs und Handjobs. Von welchen Menschen? Prostituierten oder von irgendwelchen asiatischen, japanischen Männern, die dir Dickpics schicken, unsolicited, dem Free Blowjob for Gaijins. Masseusen. Jetzt haben wir alles geskippt. Boah, schreibt man nicht in Chat, Leute. Doch, schreibt ruhig. Okay, dann haben wir alles. Direkt Ballermann-Match. Oh mein Gott. Dennis hat ihn outfigured. Was ist das hier? Ist das wieder wie letzte Woche? Letzte Woche war krank, da hat Dennis den Winners gewonnen. War krank, wie er gespielt hat. Und im Losers hat einfach Geldjunge komplett aufgedreht. Mal schauen, ob das hier auch so ist heute. Geldjunge, ein sehr technischer Fox. Sehr schnell, sehr flashy. Auch der Berliner, das Berliner Natural genannt. In ein paar Jahren wird er auch der Berliner Mango sein, denke ich. Jetzt ist er noch The Kid. Hat er herausgefunden, dass er... Ich glaube, er muss halt mehr machen als so Downsmashen. Aber ich glaube, er kann halt auch sau viel Downsmashen. Das hat auch letztes Mal sehr gut funktioniert. Man muss halt CC Downsmashen, ne? Bei Low Percent. Aus Kombos rausgehen, Downsmashen. Oh, Up for Up Air. Ach, da kommt man doch raus irgendwie, oder nicht? Naja. Jo, so läuft das mit Peace. Mit Peace, ja genau. Mit Peace läuft das richtig gut immer alles. Aber vielleicht Geldjunge zu viel. So Downsmash und Dashtag, ja genau, ja schon. Ja genau, Alter, Digga, was bist du eigentlich für ein Mensch so? Wo bist du? In deinem Keller? In der Twitch-Höhle? Was ein Turnip. Ich habe das Turnip nicht gesehen. Ich kann... Das ist eine baller Antwort. Digga, war das gerade ein Dreister? Krank, Leute, krank. Geisteskrank. Sorry, ich schmatze die ganze Zeit mit dem Kaugummi in den... Geld! Mama mia! Oh, das ist nochmal. Das ist aber. Ja, aber es gibt noch bei Mama. Von ja, Queen gibt es auch. Bei Queen ist bei Mama Queen mia bei Queen. Ja. Oh, aber jetzt sieht das Match gut aus, ne? Mit Sachsache. Ja, okay, Geldjunge jetzt turned up. G
Geld mit 4D. Der Dick. 4 Dicks. Wissen die wenigsten, Geldjunge hat. Wie häufig hat Konami das Wort Bra schon benutzt in diesem Twitch-Chat? Ich habe es mindestens 4 Mal schon gelesen. Und er benutzt noch immer E-Mails. Ja, aber ist doch geil, dass du so ein Adventure hast, Digga. Was ist das für ein krankes Adventure? Du bist irgendwo in Tokio ganz alleine. Das ist auch ein bisschen heftig. Aber 7 Uhr morgens wieder mit dem Zug nach Hause fahren, so nach Hause gehen, schlafen, wenn alle anderen auf die Arbeit fahren. Banger. Warst im Club. Ja, ist schon witzig. Also ist schon. Aber Digga, 2 Stunden Donnerstagstraining? Was ist da passiert? Oh. Oh shit, ab um 10 wieder Uni, lol. Ja, ich weiß, wer nicht in die Uni geht heute morgen. Oh, jetzt ist ich nehme mich. Ich gehe morgen nicht in die Uni, aber ich habe auch keinen. Vielleicht du auch nicht. Am Arsch der Welt. Oh, was war das denn? Ausrufezeichen. Clip. Du gehst mega hin, Digga, krank. All Nighter und dann ab in die Uni. Moonwalk auf Station war gescheit. Würde ich im Leben nicht schaffen. Hey, wie lange fährst du dahin? Eine Stunde? Zwei? Ich habe schon 2 Mal gemacht. Ja, dahin. Oh, Dennis vielleicht nochmal jetzt mit dem 3-0. Vielleicht 3-0, 2 Stunden zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, er hätte rausdriften müssen. Unbedingt. Oh ja. Da war die Fair. Da hätte er ihn draußen einfach fairen können. All or nothing. Cojones zeigen. Wo musst du sein, wenn man ihn braucht? Na, ah, da schon wieder die Fair. Oder ein Turnip Pull Throw und dann mit Down Air alles covern. Auch möglich. Armada macht den Turnip Pull Throw. Da ist noch viel Luft nach oben. Da kann man noch viel einbauen. Ich sehe viel Potenzial in dieser Pitch. Bis jetzt. Glaube ich für immer an Dennis. Let's get it. Let's get it, Dennis. Oh mein Gott. Ja, aber nochmal knapp. 2-1 für den christlichen Banger-Verein. Stock, man. Pause. Geldjunge würde niemals einen Stock nehmen, Digga. Was ist los? Er will nur das Geld, nicht den Stock. Nur das Geld. Holt er sich heute das große Preisgeld? Oh, Nairplane. Oh, was? Das war optimal für den Schaden. Nee, aber da war ja Combo Breaker. Oh, Shine of Shield. Oh. Diesmal nicht. Aber er catcht das Landing. Wie sie sich freuen. Guck mal, wie zwei süße Bubis, die so ein bisschen ihren Nachmittag damit verbringen, Super Smash Bros. Media für den Nintendo GameCube Berlin zu spielen. Der Nair. Oh mein. Fox McCloud, Bro. Aber das ist. Beißt es ihn vielleicht nochmal? Also, er hatte ja die Chance aufs 3-0, ne? Muss man sagen. Jetzt sieht's gerade ganz schön. Digga, du hattest noch ein ganzes Stock? Du hattest noch einen Zocker. Bro! Du hattest noch einen ganzen Stock? Egal. Einfach woanders hin. Der Rage Quit aus der Hölle mit einem Ganzen, das habe ich noch nie gesehen. Das ist die Big Dick Energy, die Konati hier. Digga, ach du Scheiße, Mann. Ich sag ja, 2-2 jetzt gerade, ne? Es ist. Ja, er hat adapted. Er hat sich erinnert. Der hat gegen Buxford gewonnen. Digga. Ja, ein bisschen Stage gewesen. Was jetzt klassisch ist hier, Geldjunge macht Whiff Back, ne? Und dann whifft jemand, der nicht Geldjunge ist, und dann wird er dafür gepunished. Deswegen
hoffe, Dennis adaptet jetzt mit Overshoots. Er fullhoppt einfach drüber wie ein Asi. Er steht 2-2, Digga. Achso, Sets weiß ich nicht, wie es steht. Letztes Mal stand es 1-1. Das ist even zwischen den beiden auf jeden Fall. Oh mein Gott, 50. Oh, näher. Oh, einfach raw speed. Manchmal überrennt Geldjunge einfach den Gegner. Shit, Alter. Let's go. Yo, genauso wie Armada. Let's go. Arnoldo. Oh shit. Aber 16% ist alles Gucci. Alles. Oh, der Berlin-Spezial. Dicker, wenn man in Berlin wohnt, dann weiß man das doch. Wir hatten nochmal dieses Bild gepostet mit Armada, meine Meinung über den Iran oder sowas. Iran said what? Clickbaity Armada mit politischen Titeln. Alter, aber was ist denn hier gerade los? Digga, es geht ja back and forth. Dennis hat adapted. Dennis hat hoffentlich nicht gerade in seinem Kopfhörer das Commentary. Oh, illegal moves? Oh mein Gott, Dash Attack up air. I ran did what? Ach, did what? Nicht said what, natürlich. Oh mein Gott, der Downsmash. Aber, oh no, oh, nee. What? Oh, scheiße. Oh, scheiße, man. I ran did what? Kannst du meine Player kennen? Das Witzige ist, ich würde mich halt nicht mal kurz erblüßen auf seinem YouTube-Channel. Wer? Oh mein Gott, man weiß jetzt was. Let's go. Was für ein Schwabber locker wieder. Ja, was hat richtig gebockt, Alter. Ey, ohne Spaß, am ersten Mal ist diese eine Kombo war so. Nee, war das erste, das zweite eine Kombo war so loco, Alter. Ich dachte, was hier so. Geil. Und du hast auch im dritten Game, bist du so durchgedreht, Alter. Nicht normal. Wie sieht's im Loser Bracket aus? Bananenspielstunde gegen Effi? Tagesspielstunde gegen Sean Wayne? Brauchst du einen Breather? Brauchst du einen Atmer? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden. Dings braucht auch einen Atmer hier. Smash GG hat einen relativ langen Atem heute, ja. Smash GG erstickt die ganze Zeit. Sag mal, Ja, die ersten beiden habe ich krass gefickt, die zweiten beiden eher krass gefickt, das letzte Mal, ja. Ende war das super dumm, Alter. Kein was? Kein Leather-Weeklies. Achso, warum wir keine Leather-Weeklies machen? Ja, eigentlich Weekly-Turnier ist das beschissenste Format. Achso, du willst allgemein Leather machen? Oh ja, naja, das Ding ist, ja, was mit dem Preisgeld auszahlen und so. Warum machen wir überhaupt Preisgeld? Damit Arthur seine Miete bezahlen kann. Wir haben dieses Weekly nur ins Leben gerufen, damit Arthur seine Miete bezahlen kann. Sogar Zweier war geworden. Das würde halt auch Round Robin was ist. Ja, das ist zwei Teams. Eigentlich müsstest du alles best of five machen. Ich werde jedes Mal so dermaßen vom Ceiling gefickt und spiele nicht gegen die Leute, die ich gewinnen würde. Dann werden wir alle noch nicht gesiedelt. Was ist denn schon wieder los? Hast du gegen Evi verloren oder was? Nein, ich hab gegen Bob Target. Gegen Bob Target? Naja, gut, ist aber fair, dann solltest du besiegen können. Ja, ich hab nur gegen Bob Target gespielt, weil er Evi upsettet hat. Weil er Evi upsettet hat? Nee, er ist über Evi. Er ist seit Jahren nicht gegen Evi gespielt. Er ist besser als Evi. Nee, weil Evi ihn geupsettet hat.
Das ist schon krass. Ja, aber gut, du kannst ja Upsets nicht mehr eingreifen. Ich habe seit Jahren nicht mit Hüfe gespielt. Ich habe in 10 Jahren einmal so schon länger gespielt. Mach doch Money Matches gegen dich. Ja, das achtet doch keine Sau drauf. Wie spielt alles mal? Falco, Fox, Falco. Also mir wäre es lieber, dass Captain Beckett nicht nur Money. Ja, weil bei Leather ist halt das Problem, dass man genauso viele, also die Eltern, die sind das Leute. Ja. Du hast so viel Pressure auf mich gemacht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, Falco ist ein anderes Ding, Mann. Ich hab halt auch Punish Game auf Falco. Mit Fox hat er überhaupt nicht gemacht. Bei Fox, der lässt mir wenigstens ein bisschen Zeit. Ja, Falco lasert die ganze Zeit. Du wolltest nicht mal Laser ausstellen. Ja, gegen Ende musst du lernen. So einfach nur alles Tech-Skill. Ja,
Naja, eine Stunde im Rahmenladen, Digga. Hau rein, viel Spaß. Gönn dir noch eine gute Zeit. Und pass auf dich auf, Bro. Schlaf nicht im Zug ein. Oder doch, ne? Da bist du nicht. Ist nicht Berlin, ne?
Was für eine Szene kommt Thank you.
ja genau, ich denke, sehr ähnlich. Deswegen ist das auch sehr viel. Und mal sprühen, wenn es. Wenn ich so jetzt den Äpfel kriege, das ist neu.
voll Geistesleistung, wo es schon geklärt ist. Aber ich habe das halt so, wenn er irgendwie so lucky abtippt, muss er so sagen, bleibt die Spannung noch da, er muss halt mein Bumper machen. Bei mir weiß ich nicht, die Nippeltechnik, okay, jetzt ist es richtig. Das macht schon so, ich mache jetzt halt den extremen Unterschied. Lucky ist ja nicht selber so, ich spiele vor häufig Fox, Marv, auf Slasher, Ranked so ein bisschen. Merke ich halt so. Marv ist halt so eine ganz dumme Pressure mental, wenn du halt merkst, also du machst halt nur Scheiße und du kannst irgendwie nicht killen. Und der Sheik ist das halt so. Das ist viel seltener. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es kann auch größer als Marv. Das ist vielleicht ein bisschen mit dem Ding. Ja, ich glaube, das ist doch Marv. Wahrscheinlich. Marv gewinnt das ziemlich gut. Ich habe auf jeden Fall, ich habe letzte Woche was gesehen, ich habe 3-2 verloren auf Blastock. Es war halt einfach wie ein Zeitpunkt. Ich habe gemerkt, es war jetzt derselbe Kamo, dieselben guten Assists, es war einfach viel zu langsam. Und viel langsamer als sonst. Das ist irgendwann halt interessant zu sehen. Ja, das, ich habe mich halt immer noch auf Play zu sein, aber er stand halt immer ein bisschen zu spät da. Aber ich schieb auch da so. Muss ich auch demnächst mal machen. Diesmal war es halt wieder deutlich. Ich habe ein paar gute Sachen gemacht, aber halt wieder halt nicht so gut. War doch natürlich immer so marginal, aber jetzt. Ich habe noch nie bei einer Mango-Kombo irgendwie da gedacht, ah, das war jetzt ziemlich spannend. Ja, genau. Aber bei Zane ist halt so, ich sehe halt, es ist alles sick, alle Puzzle, alles ist sick, aber das Ganze so wirklich sick. Weil keiner Bock hat, das regelmäßig zu machen. Tut mir leid. Ah, okay.
Let's go. Wie hast du gegen A3-1? Ne? Okay, Leute, Geldjunge gegen Rivka, das habe ich eine Weile nicht gesehen. Ich hoffe, das wird spannend. Ich habe heute schon ein Game 5-Set gegen Geldjunge gespielt. Ich glaube, die haben ähnliches Potenzial für einen solchen Schlobbernocker. Sorry, ich stelle gerade die Scheiße hier ein und dann sehen wir uns bald wieder zum Kommentieren. So, ich habe jetzt die Farbe bei Geldjunge mal nicht geupdatet, weil da einfach auch schon einer drin war. So, jetzt muss es stimmen. Rivka gegen Geldjunge. Okay, ganzer Stockführung hier für Geldjunge, nicht übel. Ich habe leider nicht gesehen, was passiert ist, weil ich hier auf diese Software vertieft war. Ich verstehe nicht, wie Liver das alleine macht, auch mit dem ganzen Kommentieren alleine immer so. Liver ist einfach eine Maschine. Oh, er kriegt den L-Cancel nicht nach dem Drill, natürlich relativ ärgerlich. Direkt dickes Opening für Rivka und immer noch, oh mein Gott, bambuselt. Hat er ihn einfach ausgetrickst mit dem Shield da auf der Plattform. Dachte er, hat eine Chance. Nee, da kommt die Becke. Aber er konnte den Zock nicht finishen. Jetzt allerdings schon. Ja, oder? Nein, immer noch nicht. Wow, was für ein Angle von Geldjunge. Und das ist es mit dem Shine-Spike. Wow. Also Rivka hatte wirklich hervorragenden Scheiß am Laufen hier in dem Stock. Oh mein Gott, und das war Game 1. Sehr unglücklich für Rivka das Ende hier, aber machen wir uns mal nichts vor. Geldjunge hat da sehr nice Reversals rausgehauen. Reversals? Uff-Auer ist genau die richtige Art und Weise, wie man das bezeichnen kann. Ja, dass er da überhaupt rangekommen ist mit der Illusion, ne, egal. So wie wir jetzt noch am letzten Match hängen, das darf Rivka natürlich nicht passieren. Der muss sich jetzt hier gegen Geldjunge natürlich durchsetzen. Oh, und es scheint, ja, schafft er nicht. Wow, sogar mit Turnaround, er wollte so ein bisschen cheeky-styly machen, aber naja. Oh, Rivka hätte den Stock fast aufgegeben. Oh, wow, die Smash hier.
keine Upsmash. Jetzt startet die Upsmash, alles ein bisschen unangenehm und jetzt kommt die Tech-Trace-Situation. Nee, Rivka probiert sofort zu readen. Und ist offstage. Oh, aber. Das ey, wenn die Backer getroffen hätte, das wäre so Galaxy Brain gewesen. Geldjung einfach Dash Dance Upsmash, kein Problem für ihn. Lässt sich von solchen gewifften Grabs absolut nicht beeindrucken. Bleibt im Schein stecken. Geldjung irgendwie jetzt in dem Set nicht so super on point, aber Rivka halt noch etwas weniger. Und vor allem in sehr viel entscheidenderen Situationen. Aber jetzt hier, das muss es sein, das ist der Stock. Das ist nicht, oh mein Gott! Damn, Daniel, okay. Ja, Geldjung scheint ein bisschen auszurasten hier gerade. Hoffen wir, dass das Rivkas Mentalität nicht zerstört. Das ist ja gegen mich schon öfter passiert. So wie in dem Set eben, als Geldjunge 0-2 hinten lag gegen mich, hat er sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das gleiche erwarten wir von Rivka hier auch. Dass selbst wenn es 2-0 stehen sollte, wonach es gerade alles aussieht, er vielleicht doch noch seinen Weg zurück in das Set findet. Und er hat mit dem letzten Stock übrig, den er sogar noch hatte, einfach forfeitet und geht ohne nachzudenken mit Marv auf Battlefield zurück. Er hätte auf FD gehen können, aber ja. Es deutet alles darauf hin, dass Rivka raus ist hier aus dem Set. Ich nehme schon mal meinen Controller. Bis gleich. Wir sehen uns auf der anderen Seite vom Stream. Oh. Ja, leider verfehlt. Eine Up-Air hätte das gecovert. Probiert gar nicht zu edgeguarden. Okay, verstehe. Nice Slider Forward, ja. Oh, ist es der Afro, ja? Und die, na, keine Nair, okay. Da ist die Nair. Aber es reicht, es reicht! Okay, Rivka zum ersten Mal in diesem Set in Führung. Aber Geldjunge versucht diese Führung sofort zu equalizen und er schafft es. Okay, noch nicht zu früh mit den Rivka 13, mit der Lean 13 Set Emojis. Aber es sieht nicht gut aus für den Kollegen gerade. Oh, ich habe einen Konter gehört. Die sind, oder habe ich den von einem anderen Setup gehört? Ja, okay. Ich dachte, wir sind hier krass hinterher, aber ein anderes Setup ist sehr viel lauter als das Stream Setup einfach. Da wurde gerade auf jeden Fall gekontert. Oh, und Marvkiller. Oh, der Laser für Extra Measure. Aber es kommt ihm teuer zu stehen, dass er nicht richtig versucht hat zu edgeguarden. Das ist die Abwehr, das ist der Stock und ja, Geldjunge hat sich wieder zurück in das Match gekämpft, nachdem er hinten lag mit dem ersten Stock, hat ihn ja sofort equalized und jetzt relativ wenig Damage genommen, 44 ist okay. Und diese Run-Up-Shines, die holen kein großes Opening für ihn raus, aber er gewinnt halt Neutral dadurch immer wieder und chippt so ein bisschen. Jetzt hier, ja, Opening Up-Throw, 2 Up-Airs, Forward-Air, oh mein Gott, clip that shit, was geschieht, Mutter? Damn, Daniel. Oh, Geldjunge mit dem Winkel aller Winkel. Und schöner Forward Smash. Macht hier fertig. Er weiß, auf der Plattform gibt es keinen Ort, an den Geldjunge ausweichen kann. Und die F-Smash trifft ihn. Aber immer noch ein ganzes Stock hinten. Ja, ich habe Turnaround-Optik gesehen. Ah, das ist das 3-0. Alles klar. Das war's. Geldjunge nimmt 3-0 gegen Rivka. Rivka sogar mit dem Marv-Pick hat nicht geholfen. Ich gehe mal dahin. Thank you.
sagen, mit wer gegen mich als zweites gespielt habe. Ja, heiß. Ist halt Lukas First Round oder so. Jungle. Wie heißt denn der Richter? Ich hier, ja, ja, ja. Das ist ja 1-0 für den. Ist rausgegangen? Ja. Ich weiß nicht, er ist einfach viel besser als ich. Ich komme einfach gar nicht näher. So einfach das Punish-Game ist gegen ihn 0 und er fickt mich weg. Da bin ich nicht gut genug. Ich bin ein bisschen besser geworden, aber. Ich habe ein Game Marv gespielt, von Art jetzt schon wieder aufgeregt, aber ich bin gerade gewollt. Weil wirklich, wenn Shaggy Marv, der Wave Dash ist verkackt oder was. Ja, letztes Game. Er hat ein besseres Punish-Game als mein Sheik, die super warm war und vier Jahre lang schon gegen Fox gewonnen hat. Punish-Game ist ja alles. Ja, aber das Spiel war closer als das Spiel davor. Und ich habe nicht mal, die ganze Zeit Wave Dash verkackt und er dort zu sagen. Guck mal, ich hab gegen Geldings gespielt. Erstes Match hat er mich fast gekillt. Wie war es andersrum? Zweite Match habe ich gewonnen. Das heißt, dass ich nichts auszusagen. Ist das aktuell? Nee. Nur weil das zweite Match damit immer besser war, hat es nichts auszusagen.
Das war andersrum bei mir. Erstes Game war closed, zweites Game war ein Storm. Ja, aber ich meine, das ist kein Indikator dafür. Ah ja. Natürlich. Ein guter Charakter. Nee, das habe ich. Ich sage aber nicht echt das Schick allgemein. Ich wollte bloß eine Situation, ich habe keinen Sinn mehr, Schick zu probieren, weil ich nichts in meinem Kopf hatte, was ich jetzt anders mache. Ich hätte Schick weitergespielt, wenn ich gewusst, okay, was, ich hätte irgendwie über, wenn ich identifizieren können, was macht jetzt mit Schick eigentlich falsch. Das wusste ich gar nicht in dem Moment. Ja, aber mit Experimentieren. Ja, aber ich bin nicht der Typ, der experimentieren kann. Das ist das Problem, ich spiele immer dieselbe Scheiße. Aber deswegen ist für mich das der bessere Approach. Und, es hat ja halt fast funktioniert. Du kannst wenigstens versuchen, deine Timing zu halten. Ja, so und sowas krieg ich nicht hin im Game. So. Oh wow! Oh!
Thank you.
Thank you.
klatschen, Scheißback. Das passiert so häufig, dass er die Ledge aggressiv geht, reverse und auf Stage kommt.